Ja, so ganz langsam aber sicher kommt Patch 9.17 immer näher und damit sollen ja auch die Schweden eingeführt werden. Daher ist es mal wieder gut, den bisher einzigen Schweden zu zeigen, den STRV M4257 hier heute von Hodor eingeschickt. Vielen Dank. Karte ist feuriger Bogen und er ist mit seinem 6er in einem schönen Matchmaking gelandet. 7er, 6er, 5er. Dann auch ein paar Artis dabei, das heißt, man kann auch noch scouten. Wobei der Scout. Ich würde jetzt nicht den unbedingt als Scout nehmen, sondern das ist schon so ein mittlerer Panzer, der definitiv eher der Supporter ist. Dementsprechend passt da ein bisschen auf, wenn er meint, ja, ihr habt jetzt hier den mittleren Panzer und macht damit einen Badget-Imitat. Das ist dann einfach nicht so gut möglich. Denke aber mal, das wird er auch jetzt hier nicht machen, sondern er will jetzt hier schauen, dass er da ordentlich unterstützt. Da ist schon der erste Chaffee auf und die Kanone. Muss man halt sagen, das ist, glaube ich, so der große Vorteil. Ist vielleicht zu viel gesagt, aber man kann damit schon was anstellen und auch seinen Spaß haben. Natürlich, Autoloader haben den Reiz für sich. Das ist schon immer so gewesen und ist hier auch nichts anderes. Und jetzt braucht er nur. Oh, der war gut. Da hat er schon mal ein bisschen vorgehalten, weil er sich dachte, ja, der könnte da jetzt hinkommen und hat es genau richtig gemacht und dementsprechend der erste Kill der Runde. Sehr fein. Davon werden wir noch einige sehen. Und vielleicht eine Sache, die ich so noch nie großartig erwähnt habe, das Thema WN8 in den Runden. Ich weiß, ich sehe es jetzt auch nur zufällig, weil er es dazu geschrieben hat. Aber das ist eine 21.000 WN8-Runde. Also da weiß man schon, jo, der hat sich hier bemüht. Und dementsprechend passt es. Oh, da hat er aber den ersten Hit, also den Treffer, den er da gelandet hat. Der war schön, den hat er gut gemacht. Ja, da ist er teilweise ein bisschen hektisch beim Schießen. Natürlich will man da was treffen, will den Schuss rausbringen. Aber in dem Fall hat es dann leider doch nicht geklappt. Der AMX, oh, ganz knapper Treffer. Hat sogar noch leicht die Bogenlampe gemacht. Dementsprechend kam er dann hinten besser runter und er konnte ihn da noch treffen. So. Da ist zwar schon immer einiges offen, aber nichts, was er so wirklich beschießen kann. Ich glaube, jetzt nimmt er sich hier den nächsten Busch vor, genau der, und versucht dann da weiter zu agieren. Der wird gern genommen, den kann ich euch auch nur selber sehr empfehlen. Ist ein sehr gut bespielbarer Busch. Klingt das vielleicht ein bisschen merkwürdiger, als es eigentlich gedacht war. Er schießt immer sehr schnell. Dementsprechend ist es natürlich hier zu Lasten der Genauigkeit versuchen, einfach ein paar Schüsse mehr rauszubringen. Kann man auch machen, vollkommen legitim. Und so einen Treffer, den sollte man dann aber nehmen. Und auch der dürfte getroffen haben. Der war schön vorgehalten, also ich denke, der hat gepasst. So, da hinten ist der Cromwell wieder. Ne, der hat noch zu viel Struktur für zwei Treffer. Gegner liegt schon 2-5 vorne. Das ist natürlich schon ein bisschen was. Ja, da, wie gesagt, er ist da immer schnell am Schuss. Oh ja, aber der sollte doch jetzt mal funktionieren. Der erste war noch nicht, der zweite, der dritte und der vierte. Also, naja, da hat er doch zwei Schüsse ganz gut getroffen. So, aber hier auch da. Ah ja, da hat er den letzten wieder gesammelt. Also von den vier Granaten noch wenigstens eine, sozusagen eine Ehrengranate ins Ziel gebracht. Gegner führt 3 zu 8. Also mittlerweile wird es sehr, sehr eindeutig.
So, jetzt versucht er sich hier ein bisschen ranzurobben. Hellcat, ja, die musste schnell weg. Der T-34-85, da kann er jetzt gut mit der Gun Impression arbeiten. Nimmt auch da den raus. Und da hinten ist noch eine Arti offen. Da hat er mit Auto-Aim gearbeitet, so wie es ausgesehen hat. Apropos Auto-Aim, vielleicht mal eine wichtige Randnotiz für Leute, die vielleicht nicht so news-affin sind, sondern eher zocken und vielleicht Videos gucken. Es gibt jetzt eine neue Fairplay-Politik, die auch sowas wie Advanced Aim oder Auto Aim Plus untersagt. Auch da wurde bei Wargaming nochmal nachgehackt, weil es hieß von wegen Veränderungen an der Zielmodifikation und da gab es wieder einige, die gesagt haben, ja, aber da ist ja was anderes gemeint. Nein, es ist definitiv Auto Aim Plus oder Advanced Auto Aim sind definitiv verboten und ihr solltet echt da euch ein bisschen schlau machen. Jegliche Mods, die gebannt werden und bannwürdig sind, die geben euch bei der erstmaligen Strafe eine 7-Tage-Verwarnung. Dann heißt es, 7 Tage wird der Account gesperrt. Wenn das nochmal vorkommt, wird ein permanenter Bann ausgesprochen. Ich finde das persönlich sehr gut, weil Mods, die einen gravierenden Vorteil bringen, definitiv meines Erachtens im Spiel nichts zu tun haben. Und wer sich da jetzt nicht schlau macht oder wer dann sagt, ja, das habe ich aus einem Modpack, der ist einfach selber schuld. Weil wenn ich mir in einem Modpack was runterladen kann, dann muss ich es auch schaffen, mich davon zu überzeugen, dass auch alles, was ich da selber anklicke und aktiviere, auch legal ist. Also da macht euch bitte schlau. Das ist mein Appell an euch. Ich persönlich finde es super, dass Wargaming da endlich jetzt mal was gegen zu starke Mods macht. Da gibt es immer noch sehr, sehr sinnvolle Mods. Welche das genau sind, sei jetzt mal dahingestellt, das will ich jetzt auch gar nicht so genau drauf eingehen. Aber es gibt definitiv zu starke Mods und sowas wie Auto-Aim oder Advanced Auto-Aim, muss ich sagen, die haben einfach einen Vorteil, weil ich einen Gegner viel früher und einfacher ins Ziel nehmen kann als so manche andere. Ich habe es in der Vergangenheit auch ehrlicherweise ein bisschen anders gesehen. Nachdem ich dann aber das nicht mehr hatte, habe ich dann dabei gemerkt, okay, das hat mir auch wirklich einen Vorteil gebracht. Fühle mich aber mit dem Vanilla-Client derzeit sehr, sehr wohl und dementsprechend funktioniert das auch gut. Aber wie gesagt, ohne jetzt hier zu viel von der Runde ablenken zu wollen, es gibt eine neue Politik. Lest dies durch, was da drin steht und achtet da ein bisschen drauf. So, auf die Distanz. Normales Auto-Aim zu nutzen wird aber dann sehr schwierig. Jetzt geht er auf den Tock. So, der T-34, der hat da gerade gut zurückgesetzt. Sonst wäre der Cap nämlich jetzt richtig anspruchsvoll geworden und die Runde wäre verloren gegangen. Aber seinen Krieger, den will er hier bestimmt noch ausbauen gegen den Tock. So, da hat er einfach erstmal rausgeballert, was so geht. Und jetzt ist er alleine gegen 4 Gegner davon. Der Tock als einziger Kampfpanzer. Danach kommen dann lediglich Artis. Aber im Umkehrschluss heißt es nichts anderes. Wir haben hier die Möglichkeit einer Poolmedaille. Weil wegnehmen tut ihm keiner irgendwas. So, den Tock, den muss er jetzt rausnehmen. Mit einem Schuss wäre ganz gut. Und das klappt nicht, weil jetzt ist er im Reload. Oh, jetzt wird er auch nochmal gekettet. Hat Gott sei Dank hier das gute Reparaturset dabei, weil Kette plus Motor, das wäre gerade ziemlich ärgerlich gewesen. So konnte aber jetzt das Schlimmste nochmal erwehren und dementsprechend jetzt hier den Tock rausnehmen. 7. Kill, der nächste macht dann die Radley Walters klar. War übrigens, kann ich auch schon mal verraten, die beste Runde, die er bisher auf diesem Panzer gespielt hat. Ist ja auch immer schön, diese dann speziell zu sehen. Jetzt nimmt er hier den etwas längeren Weg, nicht direkt durch die Mitte durch, sondern die Einserlinie entlang, um da eventuell was aufzudecken und dann dementsprechend auch beschießen zu können. Ohne dass er natürlich möglichst nicht aufgeht. Jetzt wird hier schon gecapped. Das ist clever von der Arti, da jetzt nicht zu warten, bis er auftaucht, sondern hier die Initiative zu ergreifen. Auch wenn der Cap hier natürlich unglaublich lange dauert.
Okay, warum nicht einfach mal rausfaden? Okay. Aktuell nach wie vor eine Artida im Cap-Bereich. Sonst ist hier nichts. Oh, da hinten M41. Er ist selber noch nicht gespottet. Und bevor da hier die Arti irgendwas machen konnte, hat er sich schon rausgeklippt. Ich würde sofort den Reload machen, ehrlicherweise. Genau. Jetzt ist es natürlich so ein bisschen schwierig, wenn er da über die A-B-Linie rüberfährt, da wird er erwartet, da natürlich einfach versuchen, rüber zu rauschen, um dann da zu schießen, weiß ich nicht, die eine Art, die könnte schon dahin aimen, die andere deckt auf, schwierig. So die Mitte finde ich auch eher den Überraschungsmoment, man könnte sogar ganz krass da unten bei der KJ-Linie drüber fahren und da dann rüberkreuzen, weil da rechnet wohl gar keiner damit. Aber das ist natürlich hier so ein bisschen schwierig und situativ kann die eine oder die andere Sache die richtige sein. So, da ist jetzt die Su offen mit Auto-Aim, da kettet er sie nur, beziehungsweise macht keinen Schaden. Jetzt braucht er hier noch die letzte Granate. Und die klappt nicht, weil die ins Haus geht. Also, da sieht man Auto-Aim immer wieder schön und gut. Aber hätte er da ansatzweise gescheit gezielt, hätte er das auch locker gepackt, die rauszunehmen. Und so macht er sich das Leben wieder selber deutlich schwerer, als es eigentlich sein sollte und dürfte. Jetzt hat es Auto-Aim geklappt. Aber wie gesagt, wenn die Arti mit dem Rücken zu euch steht, könnt ihr schon gut zielen. Auf der anderen Seite zielt ihr zu lange, geht ihr früh auf, macht die Arti auf einmal den Hit auf euch, also die andere, und dann war's das. Also es ist natürlich immer schwierig hier so präventiv und richtig zu sagen, was genau in dem Augenblick das Richtige gewesen wäre. So, da ist er jetzt wieder. Ah, auch hier wieder nicht geaimt. Also das ist alles seine Ansicht. Hat es dann noch gemacht. Aber auch wenn die Runde schön war, er fast oder er 4000 Schaden gemacht hat, 1800 Basis-XP und 21.000 wären 8. Aber spielerisch hätte ich da noch ein bisschen mehr Skill erwartet, ehrlicherweise. Ja, ich hoffe, es hat es getroffen, ihr habt euch einigermaßen gut unterhalten gefühlt und wie gesagt, gerade das Thema Mods ist gerade ein starkes Thema. Wenn ihr wollt, kommentiert doch auch das Video gerne mal mit eurer Meinung zum Thema, wie Wargaming damit umgeht und was eure Meinung dazu ist. Vielleicht noch eine Sache, die ich erwähnen will, weil es immer explizit eine Liste gefordert wurde mit Namen, das ist Schwachsinn, weil eine Liste mit Auto-Aim Plus, dann nennt man halt Auto-Aim Plus, nicht mehr Auto-Aim Plus, sondern Auto-Aim Reloaded und dann ist das Kind anders und dann wäre es wieder offiziell entbannt, das wäre Quatsch. Also so auf die Art und Weise, wie es Wargaming macht, ist schon sinnvoll. Das war jetzt nochmal ganz kurz meine Anmerkung zum Ganzen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.